Guten Abend, Greifswald. Ich begrüße auch die Polizei, die eben eingetroffen ist. Ja, wir haben heute zum Advent geladen, zu einem Herzensbeitrag. Miteinander wollen wir die guten, die positiven Gedanken teilen. Wir haben heiße Getränke dabei. Und ich habe heute eine wichtige Frage mitgebracht. Eigentlich ist das dann allumfassend und allaussagend, wenn ich von euch auch dazu eure Meinung höre. Dann haben wir heute noch einen tollen Reisebericht eines Russland-Besuchers. Unser Martin ist wieder zurückgekommen. Sie haben ihn rausgelassen, haben ihn durchgelassen. Wunderbar. Also, herzlich willkommen. Bevor wir zum Reisebericht unseres Martins kommen, meine Frage, die ich einfach seit dieser Woche nicht mehr loswerde. Und mal sehen, wie eure Antwort ist. Ich kann das ja versuchen, dann nachher zusammenzufassen. Die Frage lautet, wer ist dafür verantwortlich, dass wir in dieser Misere stehen, sitzen, leben? Wer ist dafür verantwortlich? Du da? Nö. Du da? Nö. Ich auch nicht. Aber was steckt da? Oh. Funktioniert nicht ganz. Ja. Was steckt dahinter? Wer ist wirklich verantwortlich? Meinung. Ja, ich, unsere Regierung. Ja. Ja, ist einmal zu kalt, aber diese Technik will nicht so richtig funktionieren. Ja, also, wer ist für unsere Misere verantwortlich? Hatte ich schon gesagt, die Regierung. Aha, Regierung. Ja, und der Ami. Der Ami. Das sehe ich genauso. Okay. Sicher. Hauptverantwortlich sehe ich das ähnlich. Die Regierung. Der Ami. Wer könnte noch dafür Schuld tragen, dass wir in dieser Misere stecken? Wir selber. Ein Rätsel. Ja, eigentlich schon, ne? Die Misere ist schon lange vorbereitet. Alles das, was gesagt wurde, stimmt. Aber wir müssen uns auch selbst die Schuld zuschreiben, weil ein Großteil der Bürger mitgemacht hat und zu Hause auf der Couch sitzt und das alles hinnimmt. Jawohl, darauf wollte ich hinaus. Wir selbst, ja, wir hier, die jeden Montag dastehen, bedingt. Aber die, die zu Hause sitzen und weiter mitmachen und weiter ertragen, die haben auch einen Anteil der Schuld, dass wir in dieser Misere stecken. Wunderbar haben wir das herausgefunden. Also, noch einmal, die Regierung. Wer hat denn diese Regierung zusammengestellt? Das ist die Koalition, also die Parteien Grüne, SPD und FDP. Ja, wer hat denn dafür gesorgt, dass die Regierung werden? Ja, die Bürger. Parteien. Die Bürger. Die Nichtwähler, die haben eine ganz große Schuld daran. Oder ja, also ein Teil, der nicht zur Wahl geht, nur
Es könnte sein, dass es berechtigt ist, gar nicht zur Wahl zu gehen. Wie sieht es denn mit dem Vertrauen einer Wahl aus? Schlecht. Ich habe kein Vertrauen. Ja. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Und das ist auch nicht mehr meine Regierung. Das ist nicht mehr meine Regierung. Überhaupt nicht. Ja, das Vertrauen in eine Wahl ist also schlecht. Ja, komplett verloren gegangen. Ja, komplett verloren gegangen. Warum ist dieses Vertrauen verloren gegangen? Ja, ich höre von hinten die Lügen unentwegt. Ich habe einfach in keine Wahl mehr Vertrauen. Du kannst in ein Wahlbüro gehen und da setzen sich dann bestimmte Stimmen zusammen. Aber ich habe noch keinen Weg gefunden. Wenn diese Stimmen weitergemeldet werden, kann ich die Stimmen, die in einem bestimmten Wahlbüro waren, nicht nachverfolgen. Also, die Nachverfolgbarkeit von gewählten Persönlichkeiten ist äußerst schwierig. Und wir vernehmen ja gerade international in Brasilien, die Proteste hören nicht auf. Darüber wird nicht berichtet. Auch die Wahl 2020 hat man jetzt wieder über Twitter festgestellt. Endlich kommen noch mehr Beweise, dass die Wahl in den Vereinigten Staaten 2020 nicht rechtens durchgeführt wurde. Und dann glaubt ihr oder ich doch auch nicht, dass unsere Wahlen rechtmäßig sind. Ich zweifle das an. Denn wir können zur Wahl gehen, wie wir wollen. Das Komische ist, es kommen immer wieder die gleichen Pappenheimer da oben hin. So, und dann ist doch irgendetwas faul. Damit zunächst erst einmal genug mit der wichtigsten Frage: Wer ist für diese Situation verantwortlich? Und ich hoffe, dass wir auch über Weihnachten die Gedanken vieler erreichen werden. Denn es ist wichtig, was wir auch im Chat hatten. Wir haben über die Zukunft gesprochen. Wir haben versucht herauszufinden, und das wird auch in den nächsten Wochen weiter eine Aufgabe sein. Wo wollen wir hin? Was wollen wir? Wie wollen wir diese Situation ändern? Und eine Änderung ist zwingend erforderlich. Mit dieser Regierung und mit diesem Bundestag kann es und darf es nicht weitergehen.